TV, der verrücktesten Abnehmshow im Internet. Mein Name ist Jolanta und ich danke dir sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Eine Zuschauerin, die Agnes, hat mich gefragt, ob ich ihr nicht ein paar Übungen zeigen könnte für die Oberarme. Ich werde aber erstmal einzeln auf die Beine eingehen und dann erzähle ich dir auch, warum der Trizeps so wichtig ist. Die ersten Übungen sind ganz normale Curls. Du nimmst einfach eine Kurzhantel in die Hand, fixierst schön hier deinen Arm und dann arbeitest du schön so nach oben. Davon machst du dann einfach mal, ja, natürlich ein bisschen schwerere Kurzhanteln kannst du dir schon holen. Machst du einfach mal 3 Sätze, jeweils 15 bis 20 Wiederholungen. So, die nächste Übung nennt sich Hammer Curls. Dafür nimmst du einfach die Kurzhantel einfach andersrum in die Hand. Das ist praktisch dieselbe Übung, aber das Tolle ist, wenn du jetzt hier arbeitest du auch ein bisschen noch mit dem Unterarmmuskel. So, die nächste Übung, die nennt sich Konzentrationscurls. Da ist es so, dass du einfach deinen Arm hier schön an deinem Oberschenkel fixierst, hier den Unterarm wieder schön gerade machst und hier schön nach oben arbeitest. Und das Ganze auch wieder 3 Sätze, 15 bis 20 Wiederholungen und natürlich nicht vergessen, den anderen Arm haben wir auch noch, müssen wir auch üben. Der Trizepsmuskel macht wirklich 2/3 deines Oberarmmuskels aus und es ist absolut entscheidend, dass du den mittrainierst. Die erste Übung, die ich dir zeige, das sind Dips, die Arme anliegen lässt und dann wirklich nur mit den Unterarm dich so schön nach unten abstützt und nach oben gehst. Die nächste Übung, die ich dir zeigen möchte, die sind auch wieder mit der Kurzhantel. Das nennt sich Kurzhantel und zwar sind das Kickbacks. Hier alles eng an deinen Oberkörper, den Oberarm hier fixierst und nur nach hinten arbeitest. Und natürlich guckst, dass du ein schweres Gewicht nimmst. Ich mogel hier heute ein bisschen, damit ich hier dir das alles schön zeigen kann. So, die nächste Übung, die ich dir für den Trizeps zeigen möchte, sind enge Liegestütze. So, guckst halt einfach, dass du wirklich deine Arme eng beieinander hast. So ungefähr so schulterbreit. Und dann gehst du schön langsam nach unten und nach oben. Nach unten und nach oben. Ja, das waren schöne 3 Übungen für den Bizeps, 3 Übungen für den Trizeps. Schönes Oberarmtraining, wenn du das in deinen Trainingsplan mit einbaust, wirst du auf jeden Fall sehen, wie schön deine Oberarme bald aussehen. Ich freue mich natürlich, wenn du weitere Fragen und nette Kommentare schreibst. Und ich wünsche natürlich auch auf diesem Wege einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich, wenn du mein Video likest. Bis dann, ciao!